Hallo und herzlich willkommen zu Zunderzeug und Katastrophen. Wir haben euch ja angekündigt beim letzten Mal Taschenmesservergleich. Lidl billig. Oh Gott. Versus, so ein bisschen Victorinox, genau. Was vernünftig ist. So, Dennis war ja da einkaufen. Guckt euch das Video an. Endcard ist dran. Vielleicht vorher wäre zumindest. Ja, nee, müsst ihr nicht. Aber kann man machen. Da hat er nochmal zwei andere abgegriffen. Das andere kommt auch noch. Das ist jetzt das Messer, also Krivit-Messer mit Feuerstahl im Griff integriert. So, dass ihr das mal so seht. Also hier ist das Messer, Scheide dabei, hier hinten ist der Feuerstahl drin. Und Witz, das gibt's schon. Hier, und zwar von Light My Fire Co-op Mora Corporation. Hinten ist der Feuerstahl drin, in dem, ich zeig's euch mal ganz schnell, bevor ich das andere auspacke. Das Ding ist ultra scharf. Ja, hier steht, sieht man es, Mora? Sieht man es? Ja, Mora, genau. Und hier steht Light My Fire. Und hier ist der, sieht man auch den Feuerstahl drin. Ich drehe das ein bisschen. Na, wofür Effekt? Hier ist der Feuerstahl. Der Rücken ist extrem angeschliffen. Das Messer ist skalpellartig scharf. Habe ich vor Jahren mal gekauft, ist ein Top-Messer, allerdings auch ein bisschen teurer in dieser Kombi-Version. Und hier ist jetzt die günstige Variante für Dennis. 5 Euro. Ach du Scheiße. So, wir packen das Ding jetzt mal aus und gucken, was es kann. Genau. Und dazu benutzen wir gleich dieses. Genau, noch ganz kurz, wie Krivit dieses Messer beschreibt. Ja, diesmal also, vor. Ganz einfach, Messer mit feststehender Klinge, mit Feuerstahl im Griff integriert. Inklusive Kunststoffhülle mit Gürtelclip, also keine Scheide, sondern eine Hülle. Klinge aus rostfreiem Edelstahl. Maße Gesamtlänge ca. 20,6 cm, 2 mm stark und 3,5 cm hoch ungefähr. Und eine Klingenlänge von ca. 9,2 cm. Also für alle, die es interessiert, es ist 42A konform. Aber das ist ja auch kein Wunder. Lass es uns rausschnitzen. Komm, gib ihm. Ganz wichtig, immer zum Körper hinarbeiten. Genau, wenn sowas dass macht. Man auch, wenn man abrutscht, ja, dann direkt in die, was ist rechts? Leber oder Niere? Nein, rechts Niere ist hinten. Rechts ist Leber. Blinddarm wäre auch rechts, so ganz nebenbei. Genau. So, da haben wir schon offen, also das Teil hier ist ultra scharf. Ja, guck, dass ich auch einen Dennis erwische. Wenn ich schon, dann wenigstens alle. Dann, wenn dann richtig. So, da haben wir die Scheide. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Klinge lang. Das ist natürlich auch besonders gut. Gib mal her. So, da ist Bedienungsanleitung, brauchen wir das Ding? Steht ja, müssen wir nachher zu schneiden. Ach so, ja genau, schnippeln. So. Ja, richtig, richtig. Also kleiner so, Klingenschutz war auch mit dran. Das kommt auch weg, dann hoppala. Irgendwo da. So. Ja, aber nur an der Spitze, ne? Also hätten wir reingefasst. Ja. So, jetzt nehmen wir mal das hier versus das hier. Ach du Scheiße. Okay, kleiner Unterschied? Ja. Wir probieren es jetzt aber trotzdem. Also das Billo-Messer ist jetzt direkt mal aus. Nicht wirklich scharf. Ja, also, wir halten es mal kurz so, dass ihr das seht. So ein bisschen. Also die Klinge, sehe ich das ja. Die Klinge von dem billigen ist ein bisschen länger. Minimal aber nur. Dafür ist der Griff ein bisschen kürzer. So. Es fasst sich eigentlich ganz gut an. Ja, wir haben hier ein bisschen Gummierung, das Grau ist Gummierung. Hinten ist das Schwarze ist der Feuerstahl und der Rest ist Oliv. Ich habe auch das Gefühl, dass die Klinge ein bisschen schmäler ist. Ja? Die ist nicht ganz so breit, wenn man das sieht. Da hinten guckt dann das andere raus. So. Das Mora ist ein bisschen, da ist die Klinge ein bisschen höher als bei dem. Und ich habe auch hier, sieht man, der Anschliff, der geht bis zum Griff. Ja? Komplett durch. Da gibt es keine Schleifkerbe, nichts. Kann Vorteile, aber auch Nachteile haben. Hier hört er einen Zentimeter, hört er die Klinge vorher auf. So, jetzt probieren wir es mal. Machen wir gleich mal Schärfetest out of the box. Erstmal das Mora, oder? Willst du's, ja, dann mach. Also, nur hier. Mal an, gucken wir uns mal. Ja gut, das ist dünnes Papier, aber... Ja doch, wenn man's... Ich habe das aber auch noch nie nachgeschärft, ja. Dafür ist es aber schon ordentlich. Ja, schon schärfere Messer gehabt, aber wie gesagt, ist schon benutzt. Da muss ich halt mal ein bisschen nachhalten. Gucken wir mal hier. Ja, weniger. Sollte also, man vielleicht auch nochmal drüber fahren. Ja, also es ist jetzt nicht stumpf. Kann man nicht sagen.
Es gibt schärfere Messer. Schauen wir nochmal. Gut. Okay. Bisschen schnitzen. Wir fangen mit dem Mora an. Trotz der kleinen Klinge geht es echt sauber durch. Wir machen nochmal den Reini Rossmann. Power Cut. Also das lässt sich schon, da lässt sich auch sehr, sehr gut vorne an der Spitze fein arbeiten. Ja. Also das ist wirklich schön scharf. So, Dennis, bitteschön. Ja, ich würde sagen, Schnitzen machst du auch, dann hast du direkt einen Vergleich. Okay. Also, Billo-Messer. Oh ja, oh je. Aber ja, es geht. Auf jeden Fall. Aber du merkst, du musst es probieren. Du merkst den Unterschied, dass es nicht so, das, hört ihr das? Dass das nicht so, nochmal das andere geschwind. Dass es nicht so gut durchrutscht. Hört ihr das? Dass das richtig schön. Nein, das knarzt jetzt auch ein bisschen, aber trotzdem. Probier es aus. Also, zeig mir. Einmal gut. Und sag mir, was du denkst. Ich mach mal ein bisschen aus der Entfernung. Ja, kannst du auch. Kein Problem. Ja, okay, gut. Also das Ding beißt. Ne? Jo. Wie man das so schön sagt. So, hier. Einmal frei. Okay, gut. Ja, es ist was anderes. Also, es geht nicht so tief, habe ich das Gefühl. Ja, es beißt halt nicht ganz so ganz arg. Also, man kann damit arbeiten, aber ja. Bedenke out of the box. Wenn ich das jetzt nachschärfen würde, wäre es wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen besser. Ja. Aber wenn ich das hier nachschärfen würde, hätte es trotzdem keine Chance. Also so zu so einem kleinen Locken machen, geht schon ganz gut. Also nicht unbrauchbar, kann man es nicht sagen. Also unbrauchbar definitiv nicht, nee, man kann damit arbeiten. Nee. Das ist okay. Ich meine, das ist nicht so viel, was kostet das, glaube 40 Euro oder was hast du gesagt? 40, zwischen 40 und 60, glaube ich, ja. Je nachdem, farbentechnisch und so weiter. Dass das 5-Euro-Messer da ein bisschen Abstriche macht, vor allem in der Fertigung vom Anschliff her, dass sich da die Leute vielleicht nicht ganz viel Zeit nehmen, ist klar. Aber es ist okay. Es ist okay. Gut. Machst du Feuerstahl? Mache ich Feuerstahl. Wir vergleichen mal die zwei Feuerstähle erst schon miteinander. Ich will schon einmal schon was probieren, ja. Das da mal da reinstecken, wie das aussieht mit der Scheide. So, dass ihr es mal seht. So, da ist jetzt das. Nee. Hey. Ist auch gut. Auf jeden Fall. Auf. Wunderbar, ausreichend. Das andere noch mal probieren. Ich hau mir jedes Mal diesen Pömpel da auf die Finger. Voll geil, das tut mega weh. Ah. Aber wenn es tut mega weh. Ja, geil, wenn ich es festhalte, dann rutscht es halt nicht raus. Nein, halten beide gut in der Scheide. Dann machen wir Feuerstahl. Gut, mal das. Vergleichen wir schon mal die zwei Feuerstähle. Da, nimm. Geh mal vor, guck mal. Heb's mal hin in die Kamera. Ja. Dass man sieht. Au. Also Leute, Feuerstahl, nicht mein Gesicht, Feuerstahl. So, hier. Der hier mit dem schwarzen, ja, so sieht das besser. Ist, also das schwarze ist das Billigmesser, ist klar. Der ist vom Billigmesser, na, vielleicht minimal dünner, ich glaube es auch fast nicht. Er ist, ups, so seht ihr es besser, ein bisschen kürzer. Ja, also nicht ganz so tief eingearbeitet, je nachdem, oder ist der Feuerstahl länger, weiß ich nicht. Ja, aber grundsätzlich von der Größe her im Prinzip identisch. Nochmal kurz was anderes, ja. Wir haben jetzt die Feuerstelle hinten rausgezogen. Das sieht dann jetzt so aus, wenn ich jetzt hier meine Hand drum lege, dann endet der Griff hier genau an meinem kleinen Finger. So, ich habe das immer noch gut in der Hand. Nehme ich das andere und lege da meine Finger rein, dann habe ich da schon, seht ihr das, dass das hier schon, da fehlt ein Stück jetzt praktisch. Der Feuerstahl, wo da raus ist, der fehlt. Wenn ich das jetzt hier rumfasse, dann habe ich gleich hier diese, ja, doch ein bisschen scharfe Kante, habe ich direkt in der Hand drin. Und das fühlt sich also nicht ganz so gut an. Da ist das andere hier, das Mora, ein bisschen besser, weil der Griff ein bisschen länger ist. Aber nichtsdestotrotz, man
muss ja damit nur einen Feuerstahl anzünden. Also Dennis, zünd einen Feuerstahl an. So, jetzt fangen wir mal mit dem Mora an. Also wenn ich hier hinten erstmal über den Rücken fahre, der ist bockig scharf. Also das ist eine Feuerstahlkante. Jetzt nehmen wir auch den entsprechenden Feuerstahl dazu. Jo. Ist halt ein Light My Fire Feuerstahl. Die sind jetzt auch nicht unbedingt die schlechtesten auf dem Markt. Nee, ja? Definitiv nicht. So, selbes Spielchen jetzt aber nochmal direkt mit dem... Gut, der ist jetzt ganz frisch. Da. Vom Feuerstahl her auch. Läuft. Vollkommen in Ordnung. Einmal frei. Jetzt das etwas billigere. Erst mit dem Light My Fire. Hui. Hala, hala. Gar nicht schlecht. Auch gut. Ja, da könnte man es vielleicht meinen, dass es minimal weniger ist. Also hier ist der Rücken jetzt nicht ganz so krass scharf, aber es reicht vollkommen aus. Offensichtlich, ihr habt es gerade gesehen, vollkommen in Ordnung. Da hatten wir schon schlechtere. 5 Euro erste Messer? Biber. Nur der erste, der zweite Buschka-Spiel war richtig gut. Perfekt, ja. Übrigens. Ne? So. Jetzt gucken wir uns mal schön das Verschlusssystem an, das finde ich nämlich auch ganz interessant, weil ja, Mora hat sich da nämlich ein bisschen... Okay. Ja, ja. Okay, ja. Nicht ganz so weit drehen, nur ganz knapp. Genau, und dann einknicken. Den verlierst du nicht, das ist so, klar. Genau. So. Wir haben hier hinten die zwei, ich habe es vorhin schon gezeigt, die zwei Feuerstelle. Den einen, den zieht man einfach nur raus. So, der, hey, ich weiß nicht, das wird sich mit der Zeit, das klackt noch, wird sich mit der Zeit und vielleicht auch mit den Temperaturen hier hinten... Ich habe eine super Idee für einen Testball. Lösen. Ah, okay, das machen wir gleich, okay. Und wir haben hier, das ist von der anderen Seite, ich muss den leicht drehen und kann den dann erst rausziehen. Hier ist ein kleiner Haken und hier ist ein kleiner Haken. Das heißt also beim Reinmachen auch, sieht man ein bisschen schlecht, doch jetzt so, rein und dann einklicken. Das heißt, wenn ich hier dran ziehe und den nicht gedreht habe, dann geht dieser Feuerstahl nicht raus, im Gegensatz zu dem Ding hier. So, naja. Dann gib doch mal her. Wir tun das Ding vorher in die Scheide. Sicher ist sicher. Aha, jetzt ist so, jetzt gucken wir mal. Schmeißt du darüber, dann geht ja, auf die Seite. Fertig vor. Also jetzt einfach mal so ein bisschen. So, das geht noch. Ja, da hält's. Ja. Yeah. Da war's weg. Okay. Jetzt machen wir das noch mal ein bisschen sachter. Das war jetzt gerade schon ein bisschen ordentlich. Ja, okay. Nee. Ist einigermaßen okay. Ich meine, das System. Ja. Da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Ist natürlich ein anderes, ja. Also. Das hält. Hat man halt drüber nachgedacht, ja. Das Ding ist halt auch das. Ich habe das Ding am Gürtel und laufe. Ich lasse jetzt dieses Bandolino hier dran. Lauf durch den Wald und komm halt mal irgendwo an einem Ast vorbei und da zieht mir das Ding vielleicht irgendwann aus der Scheide raus. Ja, okay. Ihr nicht. Ihr fehlt halt dann der Feuerstahl. So. Richtig. Jetzt ist immer die Frage, was ist besser? Also wenn das ganze Messer mir aus der Scheide fliegt, das merke ich. Wenn ich vielleicht hier den... Ja, das ist so... Also es hat ein anderer YouTuber auch schon mal, der Outdoor Pfalz war das, glaube ich, irgendwie. Hat auch schon mal gesagt, dass also hat das Messer auch getestet und bei dem ging es wohl ultra leicht raus. Ja? Also das hier finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Ja, noch nicht. Noch jetzt nicht, machen wir das nochmal 200 Mal raus und rein und dann wird sich das, und Dennis fängt schon an, und dann wird sich das wahrscheinlich relativ easy verabschieden, das wenn man nur locker dran zieht. Ich habe echt das Gefühl, das geht schwerer rein als raus, gell? Als wenn die Nasen irgendwie gerade falsch rum wären. Ja, okay. Es ist echt so. Ja, aber das ist dann extrem doof. Ja, aber guck mal, man sieht es hier auch schon, diese Nuten. Ich glaube, das fängt, mal, ob das funktioniert. Fängt die Kamera, glaube ich, nicht ganz ein. So. Ja, doch, das geht ganz gut. Seht ihr das hier oben? Das nutzt sich schon ganz schön ab. Das waren jetzt von diesen, keine Ahnung, 20 Mal, die wir das da rein und rausgeschoben haben. Das wird halt mit der Zeit nicht besser. Richtig. So, jetzt kommen wir nochmal zum anderen Punkt. Was passiert denn, wenn der Feuerstahl da drin aufgebraucht ist? Ja. Gut, der ist wahrscheinlich verklebt, oder? Dann ist er halt weg. Der hier ist auch verklebt. Mhm. Aber,
Und das ist Light das. My Fire kann ich bestimmt nachkaufen. Genau. Bei Light My Fire kann man nämlich dieses ganze Teil hinten, dieses komplette mit dem Feuerstahl und dem Endstück, kann man komplett nachkaufen. Ist jetzt nicht gerade das Billigste. Ja, ist halt so. Aber immerhin kann ich das tun. Das kann ich bei dem Billo-Messer gut. 5 Euro. Ja, dann ist halt so. Wahrscheinlich kostet der Feuerstahl halt aber trotzdem immer noch mehr als das ganze Messer. Definitiv, ja. Aber ich habe da halt, hier habe ich tatsächlich was. Nachhaltigen Nutzen irgendwo. Für längere Zeit. Definitiv, weil das ist einfach auch gut produziert. Wie gesagt, ich habe hier keine scharfen Kanten, nirgends, an dem ganzen Messer nicht. Ich kann mich an dem Griff nirgends irgendwie aufribbeln. Und habe ich das da in der Hand. Mach mal den Feuerstahl raus, nimm es mal in die Hand, Dennis. Dass du das auch mal merkst, das? Ja, der Griff ist dann halt so plötzlich zu kurz, ne? Ja, und also scharf ist, jetzt, ist auch. Ja, ist jetzt nicht ist irgendwie... Halt hier, das ist halt hier nicht der Fall. Du hast hier null. Ja. Da ist nichts absolut. Also, sag mal so, wenn ich den Feuerstahl jetzt verliere und mit dem Ding noch viel arbeiten will, wird es unangenehm. Ja? Genau. Aber jetzt probieren wir nochmal das Batonieren, auch mit so einem Mini-Ding. Das, dann legen wir los. Schauen wir mal. Haben wir denn hier, das da hier? Ja, so rum vielleicht. Luftklopper. Ist alles ein bisschen krumm. Wie du draufhauen willst. Was vielleicht. So. Ich nehme das da weg und du das mal drauf los. Hammeren. Gucken wir mal, ob man damit. Man muss ja auch Feuer machen können, dafür brauchen wir halt auch ein bisschen. Gut, es ist jetzt ein bisschen verästelt da oben, aber. Es geht, kommt da die Katastrophe? Zugucken. Sich dermaßen auf die Finger zentriert. Ach du Scheiße. Ich glaube, es ist ein bisschen krumm geworden. Oh. Also da passiert wirklich nicht viel, außer Oha. Dass unser Messer nach diesem Versuch Okay, so. Ich geh mal hinter dich. Hallo. Ihr seht es, bisschen krumm. Und ich habe jetzt nicht mal krumm draufgehauen, es hat sich einfach nur durchs Holz so geformt, weil es da den geringsten Widerstand hatte und ja. Das naja. War's. Ist auch geil. Also versucht auch nicht damit zu hacken, weil sonst ist. Wir probieren das Mora nochmal aus. Fährt jetzt auch nicht rein wie Sau. Ja, das tut sich auch schwer. Ah, ich habe auch schon. Biegt sich auch. Ja, biegt sich auch. Na gut. Gehen wir. Falsche Disziplin. Gehen wir einfach. Ja, es ist einfach. Die Messer sind dafür. Ist Chrom oder ist Nö. Oder? Nö. Jetzt vielleicht auch bloß so, vielleicht ein bisschen leicht. Nee, also das aber nicht, also auf das jeden hat Fall sich noch im flexiblen Bereich geformt. Also nicht so wie das hier auf jeden Fall. Gut, nee. Ist jetzt auch nicht die Disziplin für diese kleinen Messer. Genau, die sind eigentlich dafür nicht gemacht. Ja. Locken, ja, das geht glaube ich mit beiden relativ gut, nehme ich mal stark an. Ja. Ich kann nicht aufhören, Dennis, ich kann nicht aufhören. Ein Schlocken machen. Ja. So, auf der anderen Seite ist das andere. Ja, jetzt machen wir da mal das da hier. Das Chrommetall. Ja, halt nicht ganz so schön. Ganz so geht, prall ja. wie das Mora. Light My Fire Mora. Naja. So, also die Megalocken hier vom Mora und links das Billigmesser. Ja, also man merkt schon einen Unterschied. Ne? Sind aber natürlich auch preisliche Unterschiede, deswegen. Genau. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen. Nicht mehr. Wir haben es ja gekauft. wenn dann ein bisschen mehr Geld ausgeben. Es funktioniert als. Ich habe das. Werde das in Zukunft, ich habe das letzte längere Zeit nicht benutzt, werde das in Zukunft wieder so ein bisschen als Backup-Messer mitnehmen. Einfach in den Rucksack rein bei Touren oder sonst irgendwas, dass man was zum Schnitzen hat, was zum Wurstschneiden hat, Gurken und so weiter. Also Feschbohrmesser im Endeffekt mit integriertem Feuerstahl. So, mehr ist es nicht, mehr soll es auch nicht sein. Und das macht es wirklich gut. Das auf jeden Fall. Das hier. Wobei man jetzt mal grundsätzlich sagen muss, es ist nicht ganz so katastrophal wie das Taschenmesser von Krivet. Richtig, okay. Ja, also, sehe ich. Man muss hier sagen, für 5 Euro, wenn ich ein
ein Scheißegal-Messer haben will, mit dem ich ein bisschen was schnitze im Wald. Gartenmesser. Ist okay. Ja, selbst. Dann, ja. Dann, ganz ehrlich, ihr seht das Video vor dem hier, Wolfgang W. Hunter. Ja. Dann lege ich nochmal 15 Euro drauf und habe ein Messer, mit dem kann ich batonieren, mit dem kann ich Feuerstahl bedienen, mit dem kann ich schnitzen, mit dem kann ich alles andere besser machen als mit dem, nur dass kein Feuerstahl drin ist. Ja. Aber den kann man sich auch so kaufen und mit an die Scheide dran nageln. Und dann auch gleich einen größeren. Genau, und dann gleich einen, wo man auch gut nutzen kann. Mit diesen kleinen hier drin ist für einen Anfänger schon ziemlich schwierig, glaube ich, ein richtig Feuer zu machen. Ja. Ja, da wären größere auf jeden Fall besser. Gut. Okay, also Fazit. Nicht unbedingt empfehlenswert. Leider nein. Ich wäre jetzt auch nicht unbedingt für das Light My Fire, weil es nicht meine Art von Messer ist grundsätzlich. Ja, meine auch nicht. Ja, aber ich wäre da auch ja wieder bei den etwas größeren Sachen. Aber wenn ihr sowas in der Richtung wollt, dann geht doch eher einfach Richtung Mora. Richtig. Ja, wenn ihr vom Design jetzt so ein Messer haben wollt, geht nach, was ist Schweden, Finnland, Schweden glaube ich. Geht zu den Schweden. Also, wie immer, Daumen hoch oder Daumen runter. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Weiß würde uns helfen, ihr müsst natürlich nicht, uns wäre es eine schöne Angelegenheit. Genau. Ein bisschen mehr zu haben. Nicht vergessen, bei 500 Abonnenten gibt es ein Gewinnspiel vom Katastrophe. Jetzt müssen wir gucken, ob wir bis da nicht schon die 500 Abonnenten voll haben, wenn das Video kommt. Werden wir sehen. Schauen wir mal. Wenn auf jeden Fall, entweder gibt es bei 500 Abonnenten eine Verlosung oder es gab bei 500 Abonnenten eine Verlosung. Korrekt. Werdet ihr sehen. Also, wie gesagt, bis dahin. Haut rein. Ciao.